Die Season 4 geht bald an den Start und bevor sie überhaupt offiziell gestartet ist, gibt es schon mal einige interessante Informationen über wichtige Änderungen, die unter anderem die Time to Kill und die Bot-Gegner in Warzone betreffen. Was für spannende Änderungen uns erwarten, klären wir heute hier in diesem Video. Möchtest du zukünftig so etwas nicht verpassen, lass mir doch gerne den Daumen nach oben da, abonnier hier unten meinen Kanal, dann bist auch du immer auf dem aktuellsten Stand rund um Call of Duty Warzone. Einige amerikanische Content-Creator hatten bereits die Chance, die neue Karte Vondel auszutesten. Nicht nur die neue Karte war spielbar, sondern auch einige Änderungen, die uns in der Season 4 erwarten und bereits bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht wurden. Die erste große Änderung sind die KI-Gegner. Jeder kennt die KI-Gegner an den Festungen oder an den Black Sites. Es hat damit begonnen, dass zum Release von Warzone 2 der Aufschrei riesengroß war, dass überhaupt Bots im Battle Royale Modus vertreten sind. Diese Stimmen sind eigentlich nie verstummt und waren immer weiterhin vertreten, wurden aber an sich immer leiser, weil kaum einer mehr dran geglaubt hatte, dass sie überhaupt mal irgendwie entfernt werden. Außerdem waren die Bots dann noch viel zu stark. Sie wurden unzählige Male verschlechtert, trotzdem immer noch super nervig, egal wenn du an einer Festung oder an einem Blacksite vorbeiläufst, wirst du angeschossen, verlierst Leben und ich bleibe bei meiner persönlichen Meinung, diese Bots haben im Battle Royale Modus nichts zu suchen. Die gute Nachricht ist, dass mit der Season 4 alle Bots aus dem Battle Royale Modus entfernt werden. Du wirst zukünftig in die Festung gehen und dort keine Bots mehr vorfinden. Das einzige, wo sie bestehen bleiben, sind beim Blacksite. Ansonsten wirst du keine Bots in Al-Masra, Vondel oder Ishika Island finden. Eine Riesenänderung, die sich relativ klein anhört, aber das Gameplay komplett verändern wird und eigentlich ein Wunsch der gesamten Community ist, endlich das ganz normale Battle Royale Game so spielen zu können, wie wir es aus Warzone 1 kennen. Der nächste sehr relevante Punkt ist die Time to Kill. Neben den Bots oder vielleicht sogar nochmal wichtiger als das Entfernen der Bots ist dein persönliches Leben als Operator. Bis zum Ende der Season 3 hast du standardgemäß 100 HP plus 3 Plattenslots, also die Möglichkeit auf 250 HP aufzustocken. Jede Platte gibt dabei 50 HP dazu. Standardgemäß wird jetzt dein Leben, dein Basisleben, auf 150 hochgehoben. Das bedeutet, du bekommst 50 extra Leben hinzu. Das Schöne dabei ist, die Time to Kill von allen Waffen wird dadurch langsamer. Der große Vorteil, wenn du von der Seite angeschossen wirst, hast du viel mehr Zeit als Angeschossener reagieren zu können, eventuell noch wegjumpen zu können, dich umzudrehen und den Gegner ebenso anzuschießen oder zum Beispiel noch schnell die Smoke zu schmeißen und dich erstmal zurückzuziehen. Bekanntermaßen war die Time to Kill in Warzone viel zu schnell. Durch das Anheben der Basisleben wird es mit Sicherheit um einiges angenehmer sein zu spielen und Gunfights werden sich zukünftig nicht mehr so random anfühlen, dass man beispielsweise in einen Gegner reinläuft, 2 Millisekunden hat, in dem man weggeschossen wird und eigentlich gar nichts in der Zeit hätte tun können, um ansatzweise überleben zu können. Außerdem bewirkt das Anheben der Time to Kill, dass teilweise Waffen interessanter werden zu spielen. Welche Meta-Waffen es zukünftig in der Season 4 geben wird, decke ich auch hier auf jeden Fall ab. Von daher gerne abonnieren, um zukünftig meine Meta-Videos nicht zu verpassen. Standardgemäß wird es die besten Waffen in der Season geben, sowie einzelne spezielle Videos für die besten Close-Range-Waffen und Long-Range-Waffen. Auch auf der Karte Vondel erwarten uns Festungen. Und genau wie in Al-Masra wird es dort keine KI-Gegner geben. Besonders bei allen Festungen ist außerdem, dass zukünftig der Radius des UAVs angezeigt wird. Sehr spannende Änderungen, die in wenigen Stunden endlich für uns spielbar sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Season 4. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut. Mich wird es auf jeden Fall interessieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.